Hallo, heute möchte ich ein Tool vorstellen, das wirklich sehr, sehr einfach zu benutzen ist. Es ist ein Web-Conferencing-Tool, genau genommen für alle Plattformen geeignet. Es ist Open Source und damit wirklich sehr einfach zu bedienen. Wir gehen dazu einfach auf Jitsi.org und haben hier dann letztendlich den Button Start a Call und genau das machen wir auch. Der Nutzer hat nun die Möglichkeit, entweder den Namen des Chats hier zu übernehmen. In meinem Fall nehme ich mal Test 123456, klicke auf Go. Erhalte eine kurze Warnung, dass Jitsi auf die Kamera zugreift. Und das war es auch schon. Ich bin also hier gut zu sehen. Interessant sind diese Buttons hier. Wer sich nicht gerne bildhaft zeigt, wird ausgeschaltet. Dann natürlich dieser Button hier, er sorgt dafür, dass plötzlich meine Stimme komplett weg ist und niemand mehr mich hören kann. Jetzt geht's wieder, so ist es natürlich auch gedacht. Der rote Knopf, wenig überraschend, ist dafür aufzulegen. Interessant im schulischen Kontext, wenn vielleicht Corona-Ferien sind, sind diese Knöpfe hier unten. Entweder ein Chat öffnen, gerade wenn mehrere Personen beteiligt sind, ist es eventuell übersichtlicher als als durcheinander quasseln. Hier dann noch Handheben, das heißt sich bemerkbar machen. Und ganz besonders interessant, der Button Share Your Screen. Ich habe jetzt hier im Hintergrund beispielsweise ein Word-Dokument schon geöffnet, klicke einfach dann auf Teilen und all das, was ich jetzt hier hineinschreibe, sieht der Mitbearbeiter. Die Freigabe wird wieder beendet und schon bin ich zurück. Jetzt allerdings wollen wir natürlich, dass uns noch jemand anders im Chat besucht. Es bin in diesem Fall auch wieder ich. Ich greife jetzt mit der Handy-App zu, also auch das funktioniert ganz wunderbar. Nun bin ich verdoppelt, man erkennt, dass ich jetzt hier im Hintergrund mit auftauche. Ein leichtes Echo möglicherweise von meinem Handy. Und auch das funktioniert wirklich sehr, sehr einfach. Idealerweise wird das Ganze also mit Kopfhörern benutzt. So viel dazu.